Klasse. Hela ist cool! Hela ist cool! Hela ist cool! Jetzt wird's ernst. Diese Schule ist anders. 5 × 10^2. Lernen aus Begeisterung und Lernen mit Anstrengung, das ist in der Helene-Lange-Schule Wiesbaden kein Gegensatz. Vielleicht kommt es heute in Schulen vor allem auf diese Entdeckung des Selbstverständlichen an, die in vielen Klassenräumen noch verschüttet ist. Man lernt dann am besten, wenn man ganz bei sich und hungrig auf die Welt ist. Wie schafft eine Schule das? Zum Beispiel mit Theater. Eine Überzeugung heißt hier, wer viel Theater spielt, kann auch besser Mathematik. Theater ist das Herz der Schule. Im 9. Jahrgang geht das ganz große Theaterprojekt über 5 Wochen. In dieser Zeit kein Unterricht, nur Theater. Die Schüler haben sich für ein Stück von Heinrich von Kleist entschieden, Familie Schroffenstein. Und diese Unsicherheit und diese Panik dann auch in meinen Kopf zu kriegen und das nicht nur zu spielen äußerlich, sondern auch innerlich das zu fühlen. Man hat eine Idee und dann realisiert man diese Idee. Man fängt nicht an zu sagen, ach, das klappt nicht oder das ist zu kompliziert, sondern wenn man eine Idee hat, dann überlegt man zuerst, wie können wir das realisieren. Die Helene-Lange-Schule war 1905 das erste Gymnasium in Deutschland, das Mädchen zum Abitur zuließ. Mitte der 80er Jahre konvertierte sie zu einer Gesamtschule ganz eigener Art. Diese eigenwillige Biografie ist ein Erfolgsgeheimnis. Ein anderes ist Enya Riegel, eine Schulleiterin, die die Idee der Schule verkörpert. Eine Schule, die viel verlangt, muss viel geben. Das ist die Grundidee. Den Schülern schulden die Erwachsenen eine gute Atmosphäre. Robert, was arbeitest du? Bewährte Unterrichtstechniken oder allerneueste Methoden allein reichen nicht. Wir könnten uns noch so wunderbare Mathematikstunden ausdenken und herrliche Projekte. Wenn die Menschen sich nicht mögen, wenn das Kind sich nicht angenommen fühlt, dann wird es auch das, was ich immer die Lebenszuversicht nenne, dann wird es das nicht mitbekommen. Geh ein bisschen weiter weg von der anderen. Warten Sie, ich muss mich hinkriegen. Ja, sie schwimmt. Das Erfolgsgeheimnis dieser Schule, Lehrer lassen das belehren und werden Arrangeure von Lernprozessen. Lernen können die Schüler ja nur selbst und das wollen sie auch. Zu viel Belehrung ruft Abwehr hervor. Entdeckungen hingegen verschaffen Auftrieb. Da ist er. Guck mal. Zum Beispiel das große Wasserprojekt im 7. Schuljahr. Auch das geht über Wochen. Das ist jetzt unsere Station 2, so wie sie auch in eurer Das ist da. Die Leistungsbilanz der Schule ist enorm. Besucher staunen über die Arbeitshaltung. Denkt bitte dran, immer Punktrechnung vor Strichrechnung. Ja? Also okay. Bei PISA erzielte die Schule Spitzenwerte, obwohl oder weil sie auf ein Drittel des herkömmlichen Fachunterrichts verzichtet. Rituale sind ein anderes Erfolgsgeheimnis. Wird zum Beispiel der Arm erhoben, werden alle still. Entscheidend sind die Lehrerteams. Der Abschied vom pädagogischen Einzelkämpfer, die Kultivierung von Kooperation und Arbeitsteilung erleichtern nicht nur den Alltag, das macht die Lehrer souverän. Sie verbreiten eine ansteckende Gesundheit. Man kommt hier rein und es hat was Schönes. Es hat nicht unbedingt gemütlich, aber es ist schön. Es ist einfach, überall hängt was, überall kann man gucken, man sieht, was die Klassen machen. Wenn ich nochmal in die Schule gehen müsste, würde ich auch gerne. So wichtig wie die Arbeit ist das Feiern.
Wenn die Schule ein Lebensort wird, geht das nicht auf Kosten der Leistung, wie ein alter deutscher Volksglaube immer noch meint. Lernen ist auch keine bittere Medizin. Lust und Leistung sind nicht wie Feuer und Wasser. Und noch etwas ist eine Voraussetzung dafür, dass Schulen gelingen: Stolz und das sichere Gefühl, dazuzugehören.